herzlich willkommen. Wie ihr seht, sind wir hier zurück auf Berg. Wir legen natürlich erstmal los. Ich würde sagen, wir checken erstmal Johann ab. Aber der hat natürlich gerade nicht so wirklich was für uns. Von daher kann er sein Stuff natürlich erstmal behalten. Unser Ohnezahn ist zurück. Das ist natürlich erstmal schön. Aber ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal hier unsere Ressourcen einsammeln und gucken dann natürlich, was wir damit so veranstalten können. Ob wir eventuell den nächsten Drache pimpen können. Klar, da müssen wir erstmal gucken, wie es in der Akademie und wie es bei Walke aussieht, aber ich denke, das werden wir gleich mal machen und dann können wir natürlich auch gleich nochmal gucken, wie es mit unseren Reisenden und natürlich mit unseren legendären Drachen aussieht. Sind die zurück? Sind die noch on Tour? Haben die schon was in der Tasche oder eben noch nicht? Also wie gesagt, gucken wir gleich mal nach. Checken wir auf jeden Fall auch gleich mal ab. Aber erstmal sind natürlich das Maß aller Dinge unsere Ressourcen. Ich meine, klar, die brauchen wir, um hier schnellstmöglich weiterzukommen. Von daher kann ich euch nur immer raten, rechtzeitig die Ressourcen hier einzusammeln. Sonst kann es natürlich nach hinten losgehen. Sonst kann man natürlich eine Menge verschenken. Also hier seht ihr, der Kollege hat hier natürlich auch gerade schon wieder eine ganze Weile entspannt. Das heißt natürlich, mir sind natürlich diverse Ressourcen durch die Lappen hier gegangen. So, wir switchen erstmal kurz hier rüber, weil ich will mal gucken, ob ich den auch neu losgeschickt habe, weil den Schrecken der Meere verjessig oft, weil er hier alleine in so einer Ecke kluckt. Von daher wollte ich einfach nur nochmal checken. So, unsere reisenden Drachen, da seht ihr natürlich, auf der Seite sind zwei zurück. Oh, das Ei wäre natürlich eine fette Sache gewesen. Aber da hatten wir natürlich gerade megamäßig Pech. Ich hoffe natürlich, dass wir hier in der nächsten Runde eventuell das Paket bekommen. Was kriegen wir hier? Den Gegenstand. Der wäre mir auf jeden Fall lieber gewesen. Aber auch hier haben wir wieder mal eine ganze Menge Pech. Hoffen hier natürlich auf das Gras Paket und machen dann natürlich erstmal weiter. Wir switchen, wie gesagt, nochmal rüber, gucken nochmal beim Muffel nach. Der ist noch eine Stunde 52 Minuten on Tour, alles klar. Aber unser grüner Tod, unser legendärer grüner Tod ist zurück. Da werden wir natürlich erstmal die Gegenstände einsammeln, schicken den erstmal nochmal neu los und checken erstmal den Immerflügler. Aber der braucht noch eine Stunde 52 Minuten. Da müssen wir uns natürlich noch ein bisschen gedulden, aber ich denke, damit kommen wir klar. So, checken wir erstmal nochmal hier die Akademie ab. Da sehe ich gerade, ein Drache ist in 8 Minuten zurück. Das ist natürlich erstmal gut zu wissen. Da können wir eventuell dann doch nochmal 9 losschicken. Wie sieht es bei Walke aus? Da haben wir, glaube ich, auch noch einen im Training für 6 Stunden. 10 Minuten. Also wie gesagt, da brauchen wir uns auch nicht drum kümmern. So, außerdem haben wir natürlich hier ein neues Event am Start. Okay, Tauwetter, ja, so vervollständigt das alte Pergament. Erhaltet den explosiven Drachen der Tauwetter-Festspiele. Jetzt können wir hier natürlich raufklicken, um die Eier zu suchen. Aber ich will so mal gucken. Hier habe ich schon eins gesichtet und dann hatte ich hier irgendwo eigentlich noch eins gesichtet, hatte ich mir hier liegen. Keine Ahnung. Ach nee, das ist nur ein Deko-Ei, alles klar, wissen wir Bescheid. Wir können ja natürlich nochmal rüber switchen, aber da liegt es. Da würde ich sagen, werden wir das erstmal einsammeln. Ein weiteres Ei suchen, nur für Drachenreiter, alles klar. Hier müssen wir erstmal 24 Stunden warten. Dann müssen wir das tun, weil andere bleibt uns ja nicht übrig. So, dann haben wir das erledigt. Was machen wir dann? Wir checken natürlich hier nochmal die Lage. Okay, hier haben wir erstmal eingesammelt. Dann gucken wir hier gleich nochmal rein, was gibt es hier noch so für uns? Gussbacke, okay, dann gibt es hier natürlich noch ein paar Drachen. Hier seht ihr natürlich zwei neue Schwärme, die habe ich natürlich schon vorgestellt. Saisonale Reisen sind immer verfügbar, Reisedauer wurde verkürzt und Belohnungen verbessert. Gut, das sollte man erstmal wissen, also das ist natürlich sinnvoll, die dann auch auf die Reise zu schicken. So, aber wir waren, was haben wir hier, ein einzigartiger Taufesthenner, okay, können wir uns für 8 Euro holen. Wäre natürlich ohne Option, wir gehen hier mal auf Suchen. Begrenztes Angebot, 3 Tage, Wind, Kartenpaket, okay. Warte, wie sieht's hier aus? Hier auch nur ein Kartenpaket. Wir gehen einfach nochmal alle durch. Auch Kartenpaket oder Runen. Gussbacke, da müssen wir natürlich noch ein bisschen warten. Und zwar 22 Stunden, 24 Minuten. Hier können wir ein paar Kartenpaket öffnen oder 12.000 Runen investieren. Wie sieht's hier aus? Den können wir natürlich kaufen. Den Dragen, ich würde fast sagen, den sollten wir uns holen. Also ich denke, das wäre eine sinnvolle Sache. Ich habe es natürlich immer noch nicht gemacht, aber
ich muss sagen, das sollten wir auf jeden Fall in Angriff nehmen. So, das haben wir erledigt. Dann würde ich sagen, gehen wir natürlich erstmal in den Fight und gucken natürlich, was da so geht. Ob wir hier eventuell den nächsten Sieg nach Hause holen, weiß ich noch nicht. Wir schalten erstmal das nächste Paket frei. 3 Stunden müssen wir warten. Dann würde ich sagen, gehen wir wie versprochen in den Fight. Und zwar könnten wir eigentlich auch mal hier gucken, ob wir hier was reißen können. Cool Wert natürlich. Flotte Nummer 86. Also ich würde sagen, wir gucken einfach mal nach und checken, ob wir hier, wie gesagt, was reißen können. Also wie gesagt, cool Wert natürlich. Versprechen kann ich aber nicht. Von daher würde ich sagen, probieren wir mit den 5 einfach mal aus. Investieren hier 15,2 Mille und probieren, Berg zu verteidigen. So, wir müssen natürlich erstmal gucken, von wo greifen wir bestmöglich an. Das ist natürlich die nächste Sache. Angriffsschiff. Okay. Oh, das ist natürlich hart. Also ich würde sagen, wir greifen von hier irgendwie an. Von hier oben. So, würde ich sagen, nehmen wir erstmal einen Fernschussdrache. Ne, erstmal nehmen wir den Kollegen. Komm, macht Yala. So, das war wichtig. Dann nehmen wir hier hinten gleich nochmal rauf. Knallen die 3 auch gleich mal weg. Und gehen da auch gleich nochmal rauf. So. So, jetzt müssen wir Action machen. Ich hoffe natürlich, dass wir es irgendwie schaffen, dass wir den Sieg irgendwie nach Hause holen. Klar, jetzt haben wir einen Drache verloren. Das ist natürlich erstmal nicht so cool, aber ich denke, eigentlich sieht es ja nicht so verkehrt aus. Den Sieg haben wir. Die 3 Schlüssel haben wir hier auch am Start. Also ist alle auf alle Fälle bestmöglich. Für uns hier Lofink muss natürlich jetzt nochmal einen Screenshot machen von den 3 Schlüsseln. Die habe ich nämlich nicht ganz so oft in letzter Zeit. Ich weiß ja nicht, wann ich überhaupt den letzten Fight gemacht habe. So, verteilt. Heilige Berg, machen wir hier nochmal einen Screenshot und dann würde ich sagen, machen wir gleich nochmal ihn. Und zwar, wenn wir hier die Kisten öffnen können, da bin ich natürlich auch gespannt, was wir da bekommen. So, sammle deine Belohnung, da würde ich sagen, gehen wir hier erstmal rauf. Wir können ja nochmal einen Screen, ach, brauchen wir nicht. So, dann haben wir hier die 4 Kisten, 3 Schlüssel haben wir. Also wie gesagt, wir können uns jetzt ein paar Schatzkisten aussuchen. Oh, das war wichtig, das war nicht so cool und das war auch wichtig. Sehr schön, das können wir natürlich noch öffnen, wollen wir aber nicht. Von daher haben wir alles richtig gemacht, haben hier Zahnräder ohne Ende bekommen. Also 33 Stück, um genau zu sein. So, dann haben wir das erledigt. Dann würde ich sagen, gehen wir natürlich hier nochmal die Lage checken. Hauen uns hier hoffentlich nochmal auf die Mütze, aber vorher können wir natürlich erstmal das Paket einsammeln. Das ist ein 8-Stunden-Paket. Seht ihr selbst, 3-mal der Gronkel, 3-mal der wahnsinnige Zipper, 2-mal der Holzklau, 2-mal der leuchtende Fluch, 2-mal der Elite-Rumpelhorn und 2-mal der heroische ohne Zahn. Auf jeden Fall ist alle Duty laufen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Fight, gucken da natürlich, ob wir den nächsten Sieg nach Hause holen. Cool Wert natürlich, Flotte 86 gekillt und dann hier auch noch am Ende den Fight gewonnen, also die Keilerei. Cool Wert natürlich, aber wie gesagt, wir müssen erstmal abwarten, müssen erstmal gucken, wie es mit dem Gegner hier so aussieht, wie der agiert. Jute ist natürlich, dass wir erstmal 3 Angriffe in Folge haben. Klar, der erste Schlag, den hatte der Gegner, aber das kann uns eigentlich egal sein. So, dann ist der Gegner 3-mal dran, gucken, was er macht. Ich hoffe, der greift nicht nur den gleichen Drache von uns an. Oh, das war erstmal wichtig. Der hat alle 3er an den Griffen, das war für uns eigentlich optimal, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann würde ich sagen, kriegen wir den ausgeschalten. Jo, kriegen wir. Und jetzt können wir natürlich unsere Spezialattacke erstmal reinpfeffern. Ich würde sagen, das machen wir. Somit heilen wir uns auch gleich nochmal. Von daher denke ich, haben wir alles richtig gemacht. Müssen jetzt natürlich abwarten, wie es weitergeht. Oh, das ist jetzt natürlich ganz schön mies. Weil ihr seht natürlich selbst, der Gegner hat 2 Drachen von uns natürlich ganz schön auseinandergefetzt. Beziehungsweise hat er die Angriffskraft
unser Drachen drastisch reduziert. Auf der anderen Seite können wir keine Spezialattacken einsetzen. Also wie gesagt, ist gerade eine ganz schön hammerharte Kiste. Aber ich hoffe natürlich, dass wir hier am Ende doch noch irgendwie den Sieg nach Hause holen. Jetzt könnten wir eine Attacke raushauen. Ich würde sagen, das machen wir auch gleich mal. Hauen hier eine Spezialattacke raus. Das heißt natürlich, wir blockieren die Spezialattacken des Gegners. Können jetzt natürlich gleich mal weiter angreifen. Und müssen jetzt abwarten, was der Gegner macht. So, wir überleben. Das ist erstmal gut. Dann würde ich sagen, werden wir uns erstmal heilen und killen. Natürlich auch gleich mal den Gegner. Das heißt natürlich, den Sieg haben wir hier in der Tasche. Die nächsten Pokale hier hören uns bei 2090 sind. Wa? Das heißt natürlich, das nächste Paket ist auch im Anflug. Also wir haben alles richtig gemacht, haben wir das nächste Paket auch am Start. Können jetzt eigentlich mal gucken, ob der andere Drache schon aus dem Training zurück ist. Also würde ich auf jeden Fall vorschlagen. Oh, hier haben wir auch noch ein Häuptlingspaket. Das werden wir natürlich auch gleich nochmal öffnen. Fünfmal der Holzklauz, fünfmal der leuchtende Fluch, elfmal der Elite-Rumpelhorn. Okay, und dann könnte man sie nochmal raufen. Will ich aber gerade nicht, weil ich will meinen Ohnezahn checken. Wollte ich schon die ganze Zeit. 6,75 Mille. Holz haben wir bekommen, fand ich jetzt natürlich auch nicht ganz so pralle. Aber können wir jetzt natürlich nicht ändern. So, verfügbar in 22 Stunden. Das ist natürlich mies. Ich hätte den natürlich gerne gesucht. Aber wie ihr seht, können wir das natürlich nicht. Aus dem Grund müssen wir uns jetzt einen Drache suchen, den wir vielleicht im bestmöglichen Fall. Warte mal, wir gehen erstmal auf nicht in Besitz. Und dann gucken wir einfach mal bei 22 Stunden. Klingpeitsche, 21,35. Ich würde sagen, das wäre fast eine Option. So, den Tag zeigt er hier an. Ist egal, wir machen das jetzt einfach. So, lassen unseren Ohnezahn erstmal losflattern. 21 Stunden, 35 Minuten dauert's. Dann haben wir das erledigt. Hier in der Akademie ist eh ein Drache raus. Das heißt natürlich, den Kollegen werden wir gleich mal aufleveln. Und zwar unseren Schwertstehler. Den müssen wir so oder so auf 48 leveln. Von daher würde ich sagen, werden wir den, wie gesagt, gleich nochmal trainieren. Für 13 Stunden, 39 Minuten auf Level Nummer 28. So, dann haben wir das auch erledigt. Sind eigentlich für heute soweit durch, würde ich sagen. Aber wir müssten mal nochmal gucken, ob wir hier eventuell dann doch noch was machen können. Also den könnten wir natürlich später auch noch trainieren. Wäre natürlich eine Option. Ansonsten würde ich sagen, sind wir eigentlich soweit durch? Oder? Fällt mir jetzt gerade noch irgendwie was ein? Ich denke nicht. Wir sind durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Jetzt könnt ihr das Video noch teilen, einfach hier klicken oder den Link in der Videobeschreibung benutzen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass ein Like da. Bei Fragen kannst du gerne kommentieren und anschließend natürlich abonnieren. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Ciao.